Moin Moin, hier zurück bei Le Mine Kraft. Und jetzt bauen wir weiter unser schönes Portalräumchen aus. Und zwar fehlt jetzt das Tor. Das Tor ist wie hoch? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 hoch ist das Türchen, die Torheit. Genau, das schließt wirklich wunderbar symmetrisch ab. Jetzt wollen wir hier schön, ja, noch ein bisschen tiefen Schiefer werde ich ja noch brauchen, denke ich. Das wird sich sonst noch brauche ich genau eine Wand. Und dann, ja, das Dach muss ja auch noch, das heißt das Dach, die Decke muss ja auch noch gebaut werden. Ja, wird ziemlich ressourcenintensiv. So, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz ins Bett, noch ein bisschen schlafen und dann noch die letzte Wand fertig bauen, dann können wir endlich anfangen mit dem Dach, ne? Wie schnell man ja auch die Nahrungsleiste verfeuert, ne? Das ist unglaublich. Aber ich hab noch keine Mod gesehen, die das irgendwie entfernt. Weil früher, das weiß man hoffentlich noch, war das Essen eigentlich nur dazu da, um sich selbst heilen zu können. Und nicht um halt irgendwie am Leben zu bleiben. Ist realistisch, aber allerdings ist das mit so einer der Neuerungen, die ich am Spiel echt hasse. Also ohne Scheiß, ich mag das nicht. Wunderschöne Torheiten gebaut hier. So, dann kommen zwei Stück hier hin. Einmal das, zwei Stück, einmal das. 3, 4, 5. 3, nein, jetzt 3, 4, 5 und einmal rüber. Ja, noch 4 Stück davon da. Scheiße. Das heißt, ich muss noch mal ganz kurz runter, ne? Eventuell kann man dann irgendwann noch mit dem Schwarzstein aus dem Nether, wenn ich mal im Basalt war, noch irgendwas draus zaubern. Man hofft es zumindest, dann gehe ich noch mal ganz kurz, diesmal ganz runter, oder? Wobei ich habe ja hier mehrere Etappen hier, nein, huch. Mehrere Etappen hier gebaut. Hier ist, glaube ich, die erste Farm, oder? Die erste Strip Mines hier, genau. Dann mache ich einfach dasselbe nochmal, ne? Mal den Gang hier schön erhöhen, ne? Blablabla. Ich brauche ja gerade bloß den Stein. Ich wirklich am Strip Mine bin ich ja gerade nicht. Ich will eigentlich bloß den Stein bekommen, um noch weitere Zäune zu bauen. Um noch weitere Mauern zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, ich gerade schon. Ich will jetzt gerade wirklich eine aufbauen. So, wie habe ich denn das hier gemacht? Das ist ja auch bloß die Zentrale, ne? Ein Block und dann geht hier schon die erste rein, mitsamt der ersten Fackel. Ach komm, mal ein bisschen gucken kann man ja. Gucken schadet nie. Wenn ich eh schon gerade den Stein abbauen muss, dann kann ich auch mal ganz kurz ein paar Schächte graben. Mein Beste, was man hier unten im tiefen Schiefer finden kann, ist und bleibt Redstone. Man kann zwar auch Gold und Diamanten finden. Diamanten wären mir sogar auch lieb, aber Redstone kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn man gerne mal automatische Sachen bauen will, ist Redstone immer so ein bisschen die Grundvoraussetzung dafür. Aber irgendwie ist hier das Tiefengebiet relativ ressourcenfrei, oder? Oder ich habe einfach nur massives Unglück. Könnte beides sein. So, nochmal schönes Fäckelchen hin. Wie viel habe ich jetzt schon? Fast 2 Stapel habe ich. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr, ne? Schaden kann es ja nicht. Hier ist Kies.
Eventuell ist beim Kies ja immer ein bisschen Ressourcen versteckt, aber hier anscheinend gerade nicht. Dafür habe ich jetzt hier Tuff versteckt. Ein an sich nahezu bedeutungsloser Stein. Vielleicht kommt dann irgendwann später nochmal ein bisschen was durch eventuell neue Crafting-Rezepte noch dazu. Dass der Tuff nicht so ganz nutzlos ist und einfach nur in Kisten versauert, sondern dass der irgendwann doch mal einen höheren Zweck hat. So, dann mal in die Höhe und dann müsste ich eigentlich genügend haben, um zumindest erstmal die Mauern zu bauen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich gesammelt? Ich kann ja auch noch mal ganz kurz, Moment. Was soll denn der Geiz? Moment, einfach noch mal ganz kurz noch mal den Boden hier mit rauszimmern. Dann kann der Kies auch noch mal gleich verschwinden. Und mein Inventar zumüllen. Die Fackel nochmal erneut hier reinsetzen, genau. Nochmal schön alles mitnehmen hier. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt schön in mein Inventar. Da, wo es hingehört. So, wie hell ist es denn hier? Hell genug, dass er nicht spawnen kann. Zumindest nach den neuen Spawn-Regeln der 1.18. Früher war es so, dass Monster ab einem Light-Level von 7 gespawnt werden konnten. Heute ist es ja 0, ne? Also Light Level 0, alles was höher ist, also alles ab 1, spawnt nichts mehr, ist eine willkommene Abwechslung. So, noch mal ein bisschen Lehm dabei, noch ein bisschen, wo ist der Tuff und Kies und der Rotz auch. Was brauche ich noch mal? Ich brauche auf jeden Fall noch mal davon. Halben Stapel vielleicht. Ach ne, komm, ganzen. Dann brauche ich auf jeden Fall davon einiges. Und dann brauche ich davon noch eventuell auch davon nochmal so einen ganzen Stapel, kann nicht schaden. Und dann gehen wir nochmal zurück zum liebevollen Bauprojekt der Gesamtschule 8a. Aus Hansenbüttel. So, dann, ja. Ach nee, der Jetpack ist scheiße. Komm, weg damit. Wir sind ja noch nicht auf dem Bazar. Wobei, ach komm. Es darf mal bleiben. Es darf mal kurz bleiben. So, dann komm, ich will das hier haben. Ich will hier ran. Darf ich bitte mal? Ja, ich darf. Immer schön, wenn man was darf. So, dann kommt hier schön alles. Ja, der Kranz muss ja auch noch. Ach, genau. Autsch. Ah, leck mich. Das sollte nicht passieren. Der obere Kranz der Wand muss ja auch noch gemacht werden, ne? Weil ich jetzt gar nicht weiß, was man alles dann noch sehen wird von der Wand. Und was ja dann ohnehin dann mit zum Auftakt der Zisterne gehört. Das kommt weg. Alter, diese Zupfinstrumente, ne? Das ist gerade irgendwie ein bisschen. Doch, so jetzt, ab wann beginnt's denn? So, dann baue ich jetzt nochmal ganz kurz hier nochmal einen Weg hoch. Ich habe so das Gefühl, dass die ganze Geschichte nochmal alles am einen erhöht wird, ne? So. Jetzt da nochmal rüber. Und da nochmal querbeet nochmal was. Nochmal hier schön rüber. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal ein hoch, würde ich sagen.
Einfach damit es besser passt. Und da ist auch schon wieder Kohle. Das heißt, ich werde sie ganz kurz einfach mitnehmen. Wenn es schon da ist. Du hast da Kohle übersehen. Ja, übersehen habe ich sie. Bei uns wird Kohle nie übersehen. Huch, rüber. Dann nochmal noch da ein kleines Fundament bauen. Wobei erstmal hier, da wo ich rankomme, wird alles weggezogen. Da wo ich rankomme, wird erstmal alles schön weggezogen. Huch, da komme ich nicht mehr ganz so ran, aber hier komme ich noch ran. Der Raum wird wieder viel zu groß werden übrigens. Der wird einfach viel zu gigantisch werden, denke ich. Weil der soll auch ein bisschen größer sein. Wie gesagt, ist ja ein Ort der Huldigung, ne? Da darf man auch mal nicht so an Platz geizen oder an Größe geizen. Denn wenn man irgendjemand huldigt, dann ist es ja meistens immer aus dem Grund der Verehrung. Und für eine verehrte Person macht man meistens relativ viel. In der Theorie zumindest. So schön hier alles wegziehen. Da ist sogar Gold, aber das ist mir jetzt egal. Scheiß aufs Gold. Weil Gold in diesem Spiel komplett wertlos ist. Das wird auch wahrscheinlich die nächsten 3-4 Jahre sich nicht irgendwie ändern. Was zwar an sich schade ist, aber man da nicht wenig. Außer es gibt noch irgendwelche Mods, wo man dann mit Gold handeln kann. Autsch, ich muss noch mal ganz kurz zurück zum Bett. Die Kohle kommt aber schön immer schön mit. Die Kohle nie liegen lassen. Kohle ist ganz, ganz wichtig. Schön zum Verheizen in kalten Wintertagen. So. Ich habe aber auch bald überhaupt nichts mehr zu fressen dabei, ne? Aber bald habe ich auch nichts mehr zum. Ja, wenn, dann müsste ich die Erntemaschine, also mein Industriegebiet nochmal neu anschmeißen, aber sonst geht mir auch, glaube ich, bald das Weizen aus. So ist die Frage, ob ich nicht alles nochmal um einen Kranz tiefer setze. So, hier ist ja alles passend, ne? Dann kommt hier nochmal alles weg. Dann setzen wir nochmal einen neuen Kranz hier drüben hin. Schön alles aufsammeln, was ja unten auf dem Boden rumliegt. Und da ist wieder gerade Ariel im Programm. Klingt zumindest wie Ariel. Oder zumindest wie irgendwas so Maritimes. So, dann haben wir da wieder einiges an Erde dazu bekommen. Und zwar, jetzt geht's mal nochmal hier drüben. Einmal in beide Richtungen. Wurde ein wunderschönes Baugerüst. So. Das gleiche für hier drüben. Einfach um hier überall ranzukommen. Denn auch fürs Dach wird noch einiges an Höhe notwendig sein. Das ist zu hoch. Und einmal rüber hier. Ein bisschen Licht hier reinbringen, dass hier oben auch nichts spawnen kann. Und dann setzen wir schön unsere Akzente hier in die Gegend. Ja, ich würde schon sagen, dass wir die obere Reihe nochmal entfernen mit Mauern. Das ist, glaube ich, dann doch zu viel. Das heißt, hier kommt dann wieder der hier rein.
Und in anderen Worten, ich brauche noch mal 9 davon. Ich muss eh mal zurück zur Basis, noch mal ein bisschen was zu fressen besorgen. Eventuell hab ich ja ein paar Steaks oder sowas. Irgendwas, was länger vorhält oder vielleicht sogar noch etwas Weizen. Und vielleicht habe ich ja vorne sogar noch in der Kiste noch etwas von diesem Dunkelschieferstein. Nein. Gut. Hier irgendwo ist ein Zombie. Der muss ja bei irgendeiner Höhle sein. Aber auch da, wo irgendwo Erde ist. Wahrscheinlich da unterhalb von diesem kleinen Gang, den ich da gebaut hatte. Diesen Strip Mining Gang. Da könnte der wahrscheinlich sein. Aber alles andere weiß ich jetzt nicht, wo er sein könnte. Zumindest nicht in meinem Minensystem hier. Da ist er auf jeden Fall nicht. Wie es einfach schon wieder am Regnen ist, ne? Ja, genug vom Meer jetzt hier. Das kam auch schon öfters, aber nicht ganz so oft wie das ganze andere Gedöns. So, was habe ich jetzt alles noch an Fressalien im Kühlschrank? Ich glaube nicht mehr so viel, ne? Da ich noch immer keine eigene Farm habe und noch, ja. Spezielles, wo war's? Gefresse war hier. Ja, ich hätte einiges an Steaks, ne? Das muss nur mal gebraten werden. Und Fleisch sollte auch ein bisschen was vorhalten. Das heißt, es wäre sogar die optimale Ernährungsquelle erstmal. 8, 16, 24. 3 Steaks ja noch oben in der Kiste. Dass man sich die Eier nicht braten kann, das ist echt. Das ist ziemlich bescheuert, aber ja, es geht halt nicht, ne? So, Cobblestone kommt hier mit rein. Brauche ich aktuell nicht ganz so sehr. Hier wäre schon tiefen Schiefer. Kann ich den noch für irgendwas. Moment. Die Steinsäge. Das ist jetzt schon quasi gebrannter Tiefenschiefer. Kann ich denn den... Wo habe ich denn jetzt hingetan? Nee, aus denen kann man nichts machen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Das heißt, ich muss ja mal ganz kurz aufbauen. Ich meine, bis das Fleisch quasi gebrutzelt hat, kann ich ja mal ganz kurz einfach... Ja, ein bisschen für Stein sorgen hier. Das ist natürlich doof, dass man aus diesem blanken Stein halt nichts gewinnen kann. Das ist ziemlich bescheuert. Und wenn ich schon einmal hier bin, dann könnte ich auch mal ganz kurz mir einen Amboss besorgen, also bauen. Und da mal meine Spitzhacke wieder mal ein bisschen frisch anstreichen. Wieder mal auf Klarschiff bringen. Denn die hält nicht mehr so viel aus. Wäre ja schade, wenn sie einfach nur sinnlos zerbricht. Das wäre wirklich ziemlich dämlich. Das heißt, ich kann mal ganz kurz mit einem Haufen Eisen, welches wir mittlerweile haben sollten, mal dafür sorgen, dass wir wieder mal ein bisschen unsere Sachen wieder bauen können. Denn die ist wunderschön verzaubert und die soll auch nicht erst zerbrechen. Wo haben wir es denn? Bruchstein, Schiefer. Daraus mache ich mir nochmal den. Das ist auch nochmal schön Schiefer. Die Skifahrt. Ein Schiefer auf der Skifahrt. So, dann. Genau, dann baue ich mir jetzt mal. Wenn das Fleisch jetzt eh erstmal brutzeln muss, nochmal einen wunderschönen einen Amboss. Der Boss am Amboss. Was brauchte man dafür nochmal gleich? Moment, Amboss. Amboss. 3 Blöcke und 4 Barren. Das ist wirklich sehr ressourcenteuer. Das ist wirklich echt. Ja, Amboss ist verdammt teuer.
So, drei Stück davon. Und dann nochmal Amboss. Der Boss ist am Amboss. So, dann gehen, jetzt kommt wieder das Zeug wieder unten rein in die Kiste, da wo es hingehört. Wir wollen hier Ordnung hier behalten. Und dann echt mal ganz kurz. Wo ist das Zeug? Wie viele Diamantenlärchen brauchen zum Repairen? Es wird ein paar werden es werden. Dann nehmt ihr mal ganz kurz noch das Zeug hier mit. Dann ist gleich alles brauchen. Da. Auch der Track schon tausendmal gehört, ne? Das mit dem Lichtfall ist auch geil, ne? Also die Shader-Mod mit dem geraytraceden Shader, das ist schon eine Wucht, ne? Allerdings ist der nun mal auch einfach durch den Fakt, dass es Raytracing ist, auch ziemlich ressourcenverschlingend. Da. Ach, übrigens, man braucht ja auch zum Ambossen auch immer einen Haufen Erfahrungspunkte. So, dann ist das schön alles wegzimmern hier. Und gehen wir auch wieder bald runter. Mit einem Haufen Materialien, die hoffentlich reichen werden. Ansonsten sehe ich etwas schwarz für unser Bauprojekt erstmal momentan. Genau, denn das Dach sollte auch etappenweise gebaut werden. Ah, da werde ich sogar noch ein ganzes Eckchen mehr brauchen dafür. Ein ganzes Eckchen deutlich mehr. Das dürfte ja gar nicht reichen, ne? Ich hoffe, dass es wenigstens zumindest für die ersten Kränze reicht. So, wieder schön alles mitnehmen. Dann mal die Spitzhacke wieder mal ganz machen. Okay, das sind sogar nur zwei Diamanten, die ich gebraucht habe. Ich hätte auf mehr, wirklich auch deutlich auf mehr geschätzt. Deutlich mehr. Und auch nur zwei Level. Gut, die ist auch nicht so krass verzaubert, ne? Das muss man auch noch erwähnt haben, sondern mal gucken, ob das Fleisch schon durch ist. Wobei ich mag es ja eher Medium. Das ist so bei Steak meine präferierte Garstufe. Aber hier darf es auch immer gerne durch sein. Hab ich denn eigentlich auch noch genügend Weizen hier unten drin? Ich hätte noch ein bisschen was da, aber das reicht jetzt eigentlich nicht, um sich irgendwie längerfristig davon ernähren zu können. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Falle. Und dann ist auch die Folge auch wieder bald vorbei. Das heißt, bald, die ist dann auch vorbei. Ja, das Schlafzimmer könnte noch ein bisschen anders sein. Vielleicht noch so ein bisschen als Büroraum, ne? Aber für ein Büro fehlt ja einfach der Platz. Huch. Darf ich raus? Dankeschön. So, mit diesem wunderschönen Blick nach draußen ist jetzt auch die Folge zu Ende. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.